Ihr wollt ja auch mit Clubs zusammenarbeiten, also nicht jeder kann Inhalte hochladen, sondern ihr entscheidet auch so darüber. Warum sollte ein Club mit euch denn zusammenarbeiten? Also man sieht ja das Dilemma mittlerweile bei den, ich nenne sie horizontalen Plattformen à la Twitter, Facebook etc., dass es sehr schwierig wird eben mit, also für die Vereine wird es sehr schwierig, in direkte Kommunikation mit den Nutzern zu treten. Das wollen wir ermöglichen. Wir reden da nicht über, was ich, hunderte Millionen von Followern, sondern wir reden wirklich über aktive Kunden, die Vereinen folgen. 95% unserer Nutzer haben uns ihren Lieblingsverein angegeben in dem Prozess sozusagen des Runterladens der App, was dann dazu führt, dass wir eben unsere gesamte Nutzerbasis auch auf die Vereine segmentieren können. Das heißt, wir haben eine klare Ansprache und wenn man jetzt eben hingeht und sagt, beispielsweise Man City hat 2,1 Millionen aktive OneFootball-Nutzer, dann reden wir über aktive Kunden, die 50 Mal im Monat im Schnitt zurückkommen und die können wir eben mit Man City gemeinsam ansprechen oder mit jedem anderen Verein. Und das ist etwas, wo der Verein profitiert und wir verstehen uns eben auch wirklich als geschlossene Plattform, wie du richtigerweise angesprochen hast, wollen wir auch die Anzahl derjenigen, die die Inhalte liefern, auch reduzieren, um das Produkt auch erlebbar zu machen und nicht in das Twitter-Problem reinzukommen, dass man, ne, einen Stream hat mit 3000 Inhalten der letzten 5 Minuten. Und wir wollen wirklich auch uns öffnen, dass wir sagen, wir bauen keine Datensilos, sondern wir wollen mit den Vereinen, mit den Clubs, mit den Blogs und allen Marktteilnehmern wirklich über offene Modelle reden, dass auch wirklich an den Daten partizipiert wird. Alles natürlich GDPR-konform, ja, das ist auch klar, aber das ist unser Ansatz, wirklich eine offene Plattform für das Ökosystem zu schaffen, wo beide Seiten von profitieren oder alle drei, der Nutzer, der sozusagen am Markt teilnimmt und wir als Plattform. Herr Koch, Patrick Fischer, starke Neuzugänge, was erhofft ihr euch neben dem quantitativen Wachstum in der Mitarbeiterzahl auch von diesem qualitativen Sprung? Also ich hatte es auch ganz klar formuliert, wenn man Themen umsetzen will und wir reden ja wirklich über auch ein internationales Produkt und eine internationale Plattform, dann braucht das Umsetzungskraft, ja, und auf oberster Ebene. Und ich bin extrem stolz, diese wirklich zwei tollen Persönlichkeiten in erster Linie als Menschen für die Firma gewonnen zu haben. Aber sie bringen natürlich extrem viel Management-Expertise mit, die uns hilft, eben wirklich auch die PS auf die Straße zu bringen. Weil ich bin, der Tag hat 24 Stunden, dann ist auch irgendwann mal Schluss. Und wenn man halt wirklich jetzt wir reden über 12 Sprachen, die wir adressieren. Wir haben 20 Fokusmärkte. Wir haben extrem viel vor der Brust, was wir 2019, 2020 machen wollen. Dann braucht das eben auch die entsprechenden Durchsatz. Und das geht nur mit Menschen. Und was ist der nächste Schritt dann, wenn wir von 2019, 20 sprechen? Also auf jeden Fall weiteres Wachstum auf Kundenseite, weil das ist im Grunde genommen auch, sage ich immer, das größte Asset von OneFootball ist unser direkter Zugang zum Kunden. Und wie groß soll das Wachstum sein? Da würde ich jetzt keine Zahlen nennen, weil das wäre auch vermessen. Also Wachstum ist Wachstum, jeder Kunde ist willkommen, den eben jemand anderes nicht für sich gewinnt. Da wachsen wir auch wirklich, muss man sagen, sehr gesund und sehr organisch, was uns auch wichtig ist. Aber wichtig ist vor allem dann in die nächste Evolutionsstufe zu gehen, dann wirklich auch direkte Umsätze mit den Kunden zu generieren. Und das ist ein großes Feld, was wir in Zukunft auch besetzen wollen. Das Stichwort ist Digitalisierung. Wie groß ist denn der Innovationsgrad in der Bundesliga aus deiner Sicht mal von außen, halbwegs von außen betrachtet? Nee, es ist von außen, weil also wir hatten ja früher mal mit den Vereinen zusammengearbeitet. Wir haben ja für relativ viele Vereine damals auch die offiziellen Vereinsapplikationen entwickelt. Das hat sich dann einfach nicht mehr gelohnt und weil dann auch die Kompetenz in den jeweiligen Häusern vor allem vor 8, 9 Jahren eben auch nicht da war. Von da habe ich auch keine Innensicht. Ja? Was ich definitiv sehe, ist, dass sich mehr und mehr Vereine auch professionalisieren und auch verstehen, dass am Ende es gar nicht nur darum geht, sich die Mitglieder anzuschauen, sondern irgendwie auch den erweiterten Fanpool und wie man eben es schaffen kann, die Sympathisanten zu Fans zu entwickeln und Fans zu Kunden zu entwickeln. Und das ist ein sehr datengetriebener Ansatz. Da würde ich sagen, sind wir so ein bisschen hinten dran, auch irgendwie im Vergleich zu anderen Ligen, was das Verständnis von beispielsweise einem Aufbau eines
einheitlichen Data Warehouse anbetrifft, wo alle Daten reinfließen, ob es jetzt die Merchandising-Daten sind, ob es die Mitgliederzahlen sind etc. Also weil Daten sind nun mal dann irgendwie auch der Kern, den man auch da bespielen sollte. Da sehe ich jetzt noch nicht so den wirklichen Druck, weil einfach dafür läuft es, glaube ich, umsatzseitig und in Summe noch zu gut, als dass da wirklich Schmerz entsteht, dass man sich bewegen muss.